Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Letzte Zeit war es ein bisschen weniger von Dragon Quest, aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache ja auf jeden Fall weiter. Es gibt hier ja noch sehr viel zu tun. Also von daher werden auf jeden Fall immer wieder Parts kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in regelmäßigen Abständen schaffe, aber naja, wie auch immer. Uploads werden auf jeden Fall kommen. So, und heute werden wir mal auf eine Bauerinsel hüpfen von Claudia. Die hat nämlich auch geschrieben, dass ich gerne mal vorbeischauen kann. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich die Insel natürlich wieder finde. Space Menü, Hochlade-ID. Dann brauchen wir 2FD 323 UM UV und F. Oh. Das sind richtig viele. 13.12. das letzte Mal hochgeladen. Wunderbar. Das ist dann quasi der aktuellste. Cool. Ich bin jetzt schon gespannt. Das wird megamäßig. Also ich bin jetzt schon geplättet nur von den Bildern, die ich hier sehe. Wahnsinn. Okay. Also, 13.12. Diese Insel werden wir... Was hast du denn da hingebaut? Ach du meine Güte, ich... Oh Mann. Ja, es wird Zeit. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich muss da nochmal ganz kurz nachschauen. Aber ich denke doch schon. Jawohl, herunterladen abgeschlossen. Na komm. Achso, das ist was anderes, ja. Okay, herzlich willkommen auf dem Eiland des Erwachens. Du kommst auf der Insel von Hugi 59 an. So, jetzt muss ich mal gucken. Ganz kurz. Jo. Der Code sollte richtig gewesen sein. Okay, gut. Ich schmeiß mal ganz kurz meine Sachen hier raus. So, ich meine, da passiert ja nichts, ne? Das wissen wir ja. Ich würde nur gerne meinen Ulti-Hammer in die Hand nehmen, weil vielleicht finde ich ja doch das ein oder andere, was ich weghauen möchte. Auch eine gute Idee, mal die Sonnenblumen da rein zu stopfen. Die Dinger habe ich noch gar nicht eingesetzt, diese Pixel. Was haben wir denn da? Hallo, Servusle. Ich finde es cool, aber jetzt mal... Ach so, das geht, stimmt. Das geht. Ich habe jetzt schon gedacht, hä, wie weit geht denn das hier rein? So, da steht das Schiff. Da fehlt ein Stein. Moment, ich zoome mal ein wenig weg. Da fehlt ein Stein, aber das denke ich mal, das ist by accident. Nice, gefällt mir. So, wir haben hier auf jeden Fall Gleise. Da muss ich auch noch schauen, wie ich das mache mit den Gleisen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Gebäude hier an, am Hafen. Und das schreibt ihr bei mir immer rein, dass ich kreativ bin. Also ganz ehrlich, das, was ich baue, das ist ein Pups im Gegensatz zu dem, was ihr hier alles hinstellt. Das ist ja der Hammer. Mal schauen, wie viel ich sehen werde. Das ist wahrscheinlich etwas größer wie 100, weil es kein Raum. Oder weil es offen ist oder wie auch immer. Bad. Wohnzimmer mit Kamin. Kinderecke. Cool. Das ist auch nice. So als offene Türen im Grunde so ein bisschen andeuten. Das ist cool. Okay. Ich bin wirklich schon wieder geplättet, gleich am Anfang. Was willst denn du hier? Mit so einem Kran? Das ist ja heftig. Gehst du weg? Wie kann ich mir den ganz anschauen? Ich glaube, den kann ich nur anschauen, wenn ich ungefähr hier hingehe und dann mal wegzoome.
Echt krass. So. So, was haben wir hier? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen hier? Ich denke mal, du hast nicht das Siegel hingestellt, hingelegt. Warte mal, kann ich mein Siegel, wenn ich eins einstecken habe, kann ich das dahin machen? Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich eins habe. Ah, doch. Erdrick-Talisman habe ich. Zack. Probieren wir es mal. Okay, auf dem Eiland des Erwachens werden keine Monster auftauchen. Gut, dann lasse ich jetzt einfach da. Ist ja egal. Ich verliere ihn ja nicht. Wenn ich hier abhaue, dann habe ich es ja wieder. Das ist natürlich eine krasse Sache hier. Einen Brunnen oder eine Ebene hier über dem Wasser. Das ist. Claudia, du haust mich auf. Das ist krass. Bin schon wieder sprachlos. Ist eigentlich keine schlechte Idee, ne? Warte mal, ich sollte vielleicht erst einmal davor gehen. Zu dem Hafen. Bevor ich irgendwo hier anders hinlaufe. Also schaut wesentlich genialer aus als bei mir. Auf jeden Fall. Ich bin echt total platt. Das ist auch kein Raum. Lass mich rein. Nee, das ist kein Raum. Da hast du wahrscheinlich irgendwo absichtlich dann was offen gelassen. Ist ja meistens ganz gut, wenn man da irgendwo eine Ecke oder sowas freilässt oder ein Fenster oder ein Stein oder was weiß ich. Ist das hier eigentlich ein... Nee, das ist kein Fischkäfig. So krass. Ehrlich. Was haben wir denn da? Ein Beachhaus. Oder sowas, eine Umkleidekabine. Es ist eine Umkleidekabine, okay. Ich finde es wirklich extrem, wie du das hier gemacht hast. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch, ne? Eine Tanzfläche, eine Bar. Ah, das sind diese, ja, genau, weil durch die kann man ja durchgehen. Die, was ich immer nutze als seitlich an meinen Mauern oder an diesen Towern, wie auch immer. Wirklich richtig krass. Ah, das erste Haus. Haben mehr. Ich gehe lieber darum, da bin ich ein bisschen schneller. Also ich werde unter Garantie wieder einige Sachen nicht sehen. Sorry. Moment. Dieses Eck habe ich jetzt, ne? Da steht ein Flug. Claudia, ganz ehrlich, kreativ bin ich nicht, im Gegensatz zu dir. Also ich hoffe immer noch, dass ich den richtigen Code eingegeben habe, ganz ehrlich. Weil mich der Name eben verwirrt. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen am Zweifeln bin. Wohin gehe ich denn da jetzt als Nächstes? Den Hafen waren wir. Wir sollten diesen Ausleger hier vielleicht mal angucken. Bevor ich jetzt dann dahin gehe. Da geht's wieder runter. Okay.
sowas wie ein Uhrenhäuschen, sowas in der Art. Nice. Warte mal, da schlafe ich gleich, wenn das Bettchen schon da steht. Dann haben wir es wenigstens wieder Tag. Krass. Vor allem, ich finde es faszinierend. Du bist ja immer noch am Bauen. Es ist Wahnsinn. Also ganz ehrlich, sich hier zu entscheiden, was ich hier wegkopiere, weiß ich nicht. Aber das ist krass. Ah, Hagons Dingsbums hier. Hagons Ecke mit Pumpkins. Das ist die Halloween-Ecke. Finde ich ja krass. Ich fühle mich gerade so unkreativ. Total. Schaut euch das an, Leute. Es ist... Also macht mich einfach nur sprachlos. Da geht's nach unten. Das ist auch nicht schlecht. Oh Mann, ich weiß hier wirklich nicht, was ich vielleicht kopieren werde. Keine Ahnung. Das ist so... Also wenn ich jetzt halt hier irgendwas kopiere, dann komme ich mir ja vor wie ein Dieb. Das ist ja Wahnsinn. Jawohl, die Särge. So, schauen wir mal, da ging es ja noch mal runter. Wo waren das? Da. Cool. Und schon habe ich mich verlaufen, ne? So krass. Oh meine Güte, so krass. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und schreibt mir gerne noch rein in die Kommentare, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich nochmal bei euch vorbeischaue, weil ihr irgendwas anderes gemacht habt. Ich weiß, ich soll nochmal bei jemandem vorbeischauen. Ich bin jetzt nur total von der Rolle gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hin sollte oder nochmal hin sollte. Es ist echt schade bei der Insel mit dem vielen Wasser, ne? Also man muss da im Grunde, wenn man viel Fläche will, muss man echt gut aufbauen hier auf dem Eiland. Aber ich habe schon gesagt, ich werde wahrscheinlich mein Eiland, also meinen Speicherstand mal kopieren und dann wirklich das alles platt machen. Einmal das komplette Eiland plätten. Also Berge und so weiter und Strand und wie auch immer. Das ist so krass. Aber wir haben halt hier einen Spielplatz neben. Ich finde das überhaupt krass, diese Idee mit dem Spielplatz. Das ist echt heftig. Also ich vermute mal, dass hier wirklich alles hier drin ist. Also in diesem Erbauer-Handbuch da. Dieses Erbauer-Almanach. Ich glaube wirklich, du hast alles schon, ne? Alle Steine, alles, überhaupt alles.
Es ist faszinierend. Wow. Okay, nochmal die Map ganz kurz gucken. Also wir waren jetzt halt hier, bis auf dem Schiff, waren wir jetzt halt ja hier dann überall. Dann warte mal, dann gehen wir, wenn es möglich ist, hier auch nochmal auf das Schiff. Du kannst rennen, das weißt du. Wesentlich schöner ausgebaut als bei mir. Ja, mein gut, ich habe ja noch nicht wirklich angefangen beim Schiff. Ich habe ja da noch nichts gemacht, ne? Aber du hast es halt wirklich schon komplett repariert. Na ja, gut, das Segel fehlt noch ein bisschen, aber vielleicht soll es auch so sein. Ich weiß es nicht. Oh, warte mal, die Steine müsste ich normalerweise auch haben. Halt. Die. Achso, die kann man nicht wegbauen, ne? Aber die müsste ich normalerweise auch machen können. Ja. Zugemacht. Das ist super krass. Kann ich das nicht rausnehmen? Warum nicht? Jetzt. Ich brauche, glaube ich, sowieso, oder? Ja. Und das Lager. Also das ist schon recht gut repariertes Boot. Dieses Schiff, dieses große. Da fehlt bei mir noch einiges. Ja, du hast es auch mit den Treppen. Was ich ja auch gemacht habe mit den Treppen und dann noch mit den Schienen teilweise. Jo, das gefällt mir echt gut. Das gefällt mir echt gut. Nein! Eisbären? Jetzt, wenn noch irgendwas passiert wäre, das wäre es gewesen. Was soll das darstellen? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht sieht man das von oben. Warte mal, ich gehe nochmal da hoch. Pinguine! Pinguine! Jetzt! Es ist ja eine krasse Idee mit der Pfanne. Ich habe es jetzt halt bloß erkannt, eben wegen dem da vor mir. Krass. Ich glaube, ich höre auf mit Dragon Quest. So kreativ kann ich nie sein. Oh meine Güte. Das soll so eine Yacht sein, ne? Krass. Essen, krass, ja. Das ist auch krass. Schauen wir mal hier hin. Dieses ein Ausflugsboot, eine Yacht. Ja, das ist so ein. Also es sieht für mich so aus so wie diese Ausflugsboote. Gigantisches Esszimmer. Echt hammermäßig gemacht, ganz ehrlich. Ich werde wahrscheinlich einiges, vieles nicht sehen. Vieles werde ich nicht sehen. Da ist mit dem Wasser recht schwierig, ne, glaube ich. Das im Zaum zu halten, alles. So, was haben wir denn da? Ich laufe mit Sicherheit an irgendwelchen Dingen vorbei, die ich
sehen sollte. Ihr merkt schon, ich bin wirklich sehr hin und weg von dem Ganzen. Echt Hammer. Okay, Moment. Ich schaue nochmal hoch. Also hier bin ich jetzt halt anscheinend durch. Dann wäre... Ey, du hast da echt einen Zug hingebaut? Schau aus wie so ein Pfefferkuchenhaus. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Hey, servus. Der ist auch nicht schlecht. Oh, Mann. Jetzt ernsthaft? Ein Schuhladen? Heftig. Absolut heftig. Wie viel? Du hast 100 Räume, okay. Ist klar, da muss man natürlich die ein oder andere Tür weglassen. Alter Schwede. Alter. Ich finde es cool, wenn das so hoch ist auch. Nice. Was wirst du das? Achso, das sind einfach schwarze Blöcke. Aber wegen den, sorry, wegen Tapeten und so weiter, das musst du ja dann quasi doppelt gebaut haben, ne? Ja, hast du auch. Ist im Grunde innen rein so Art Tapeten oder Verzierung eben gemacht. Und dann außen einfach nochmal drumherum gebaut. Das habe ich bei einem Gebäude, habe ich das, glaube ich, gemacht, ne? Weil es anders gar nicht möglich ist, wenn du das innen anders haben möchtest, aber das Erscheinungsbild außen möglichst gleich haben möchtest. Mann, oh Mann. Zug ist ja... Das ist... Hammer. Soll das der Hogwarts Express sein? Das ist ja echt übel. Also übel in positivem Sinne. Oh meine Güte. Das haut mich wirklich total um. Da noch mal ein LKW. Food Truck. Hast du einen Food Truck hier hingestellt? Das ist ja krass. Ja, ich bin auch am Verhungern. Ich weiß schon. Ich schau mal, ob ich was hab. Ja. Kaktus Steak, das ist doch gut. So. Nochmal auf die Map gucken. Da vorne war ich, genau. Ich war da oben nicht wirklich. Oder? Oh Mann.
auch nicht schlecht, ein Bart. Ups. Leitern sind ganz gut als Deko. Da hast du die Kreuze genommen. Krass. Wohin nun? Das ist wirklich, wirklich, wirklich der Hammer. Und da weiß ich jetzt schon, ich muss da einen zweiten Part machen, um das alles wirklich zu sehen. Weil wir sind ja immer noch nur im ersten Bereich hier. So, wir haben uns ja jetzt im Grunde von hier vorwärts gearbeitet, ne? Genau. Also man sieht überhaupt nicht, dass das die unterschiedlichen Islands sind. Das läuft so ineinander über. Ah, schönes Bettchen zum Schlafen gleich mal. Also es geht alles so wunderschön ineinander über. Also verzeih mir, wenn ich nicht alles sehe. War tatsächlich die Schwester bei mir im Bett gelegen? Cooler Raum. So, das sind die Wohnräume, ist klar. Was haben wir denn da? Nochmal so eine Kammer hier. Extravaganter Raum. Das ist wahrscheinlich irgendwie für Buddy oder sowas. Theresa, okay. Hey, haut mich das weg. Muss ich mal schauen, wo ich hingehe. Ja, das Schloss. Ja, Marmor ist gut. Okay. Da bist du wahrscheinlich gerade am Bauen. Ich glaube, die Steine hier, ich muss mal ganz kurz, sorry. Ich glaube, die Steine hier hatte ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Doch, freilich hatte ich die schon. Die musste ich ja in den ersten Baum bauen. Sorry. Die musste ich ja in den ersten Baum, Raum, der erste Baum, den wir gemacht haben, dieser Lebensbaum. Lasst es euch schmecken, eure Hoheit. Geht's da wieder raus? Wenn man selber das nicht gebaut hat, dann weiß man nicht, wo was ist. Das ist auch klar. Und da haben wir Küche, Schlossküche. Mitten im Bett. Oh, warte mal, Schlossküche, da kann ich mir doch auch da was rausnehmen, oder? Da ist bestimmt was drin. Oh, das ist neu. Heiße Milch hatte ich schon gemacht. Okay, warte mal. Aber irgendwas rausnehmen zum Essen. Hier nehmen wir mal die Maiskolben einfach. Nehmen wir mal die Maiskolben einfach mit raus. Das passt schon. Diese Tiere finde ich auch nice gemacht. Was haben wir da? Krass. Okay, warte mal, wo sind wir jetzt? Das Schloss habe ich wahrscheinlich bei weitem nicht alles gesehen, aber da hinten ist ja auch noch was. Geh nochmal auf die volle Map. Wir müssen da hinten noch irgendwie noch hin. Nee, da waren wir. Dann laufe ich mal da hinten weiter.
Weil da habe ich auch irgendwie gesehen, dass was ist. Boah. Wenn man so etwas sieht, also solche Bauwerke, ne? Da möchte man den Hammer weglegen. Also so geht's mir jetzt zumindest gerade, wo ich mir denke, was soll ich jetzt denn überhaupt noch bauen? Ihr haut mir ja wirklich hier was um die Ohren, das ist der Hammer. Boah, und ich freue mich auch schon, wenn ich das weiter erkunden kann, aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Da werden wir uns dann noch um die Ecke hier drüben mal kümmern, aber vergib mir, wenn ich da auch nur mal so drüber flitze. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier kopieren kann. Ich weiß es nicht. Okay. Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mich gerne wissen mit einem Like, auch vor allem ein Like für die Claudia. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.